Hi, ich bin Nils. Ja, und ich bin der Markus und wir haben hier Elektro- und Informationstechnik im Master studiert und haben im Laufe unserer Projektarbeit ein Fahrradtauch entwickelt. An der Hochschule Karlsruhe ist es üblich, im Bachelor sowie im Master eine Projektarbeit zu machen. Und diese Projektarbeit findet für gewöhnlich in Kooperation mit einem Professor statt. Da sind wir auf den Herr Wolfram aufmerksam geworden, denn er, genau wie ich auch, sind leidenschaftliche Fahrradfahrer. Er hat schon lange die Idee, einen speziellen Fahrradtacho zu bauen. Den haben wir gemeinsam entwickelt. Im Vergleich zu gewöhnlichen Fahrradtachos bestimmen wir die Geschwindigkeit nicht anhand eines Magneten, der in der Speiche befestigt ist, sondern wir bestimmen die Geschwindigkeit mit Hilfe des Nabendynamos. Das bringt für uns mehrere Vorteile. Zum einen ist es leichter zu montieren und außerdem können wir ebenso auch direkt auf die Energie, die vom Nabentacho zur Verfügung gestellt wird, direkt zugreifen und diese zwischenpuffern. Bei der Umsetzung des Fahrradtachos haben wir darauf geachtet, den Fahrradtacho modular aufzubauen. Dadurch kann er leicht nachgebaut werden. Genau, der Fahrradtacho besteht aus einem Leistungsmodul mit integrierter Powerbank, einer Messeinrichtung zum Bestimmen der Geschwindigkeit, einem Mikrocontroller und einem Gehäuse mit Display. Voraussetzung, damit der Fahrradtacho funktionieren kann, ist das Vorhandensein eines Nabendynamos. Zusätzlich muss die Polfahrzahl bekannt sein, diese kann im Fahrradtacho eingetragen werden. Genau, und die Geschwindigkeitsmessung erfolgt folgendermaßen, und zwar erzeugt der Nabendynamo eine Wechselspannung. Und diese Wechselspannung ist proportional zur Fahrtgeschwindigkeit. Und dann haben wir eine Messeinrichtung integriert, die dann aus der Wechselspannung Impulse erzeugt. Und diese Impulse werden dann vom Mikrocontroller ausgewertet und dann in Abhängigkeit vom Radumfang und von der Polpaarzahl die Geschwindigkeit ausgerichtet. Ein großer Vorteil von unserem Konzept ist, dass man auch während längeren Radreisen sein Handy unterwegs mit der integrierten Powerbank aufladen kann.